Best of Fränkel frottelt. Mal kurz die Fische gefüttert. Wir haben unseren Sohn wieder verloren. Papa! Was? Trinity? Ja? Unseren Sohn? Gibt's da was, was ich nicht weiß? Du musst nicht alles wissen. Ja, genau. Der kleine Rockdox möchte von der Tankstelle abgeholt werden. Shit! Oh, shit, Frau Schmidt, ey. Aber das war Absicht, ne? Ich wollte euch mal wieder eine 360 zeigen. Ah, das war eine Bodenwelle, deswegen steht da Tempo 30. Das probieren wir gerade mal aus, was das aushält hier. Ah. Mann, oh Mann, oh Mann, fick doch die scheiß Motorradfee, ey. Oh, Kacke. Ja. Warte, der mal fast rein, sag mal, Rockdogs. Sag mal, bist du sicher, dass du einen Führerschein hast? Ja, Harald, nicht nach links, nicht nach links rüber. Keine Autos. Ah, das ist noch mein Hopser. Wow! Ja. Warte, der mal fast rein, sag mal, Rockdogs. Sag mal, bist du sicher, dass du einen Führerschein hast? Ja. Harald, nicht nach links, nicht nach links rüber! Keine Autos. Ah! Hey! Oh nein! Rockdogs! Oh, da fliegt was. Ich sag doch nicht nach links rüber, da bin ich! Jetzt komm halt schon runter, Mann! Da! Fuck! Steh auf! Steh auf! Scheiße! Häng du dich an, weil ich sehe gar nichts hinten. So, ich muss erstmal. Ja, einfach deine Schlange hinten in meinen Arsch rein. Ich sehe dich ja gar nicht. Was? Das klingt nicht gut. Andere Frage, ich cut Noob. Wo kann ich noch meinen Autopilot anstellen? C-Tempomat wird was meinst du? Ah, Autopilot hast du nur im Flugzeug, geil. Also, also, das ist ja schon mal total geil. Ich fahre öfter mit euch. Es gibt Menschen, die fragen hier noch blödere Fragen als ich. Das ist ja ein Traum. Komm jetzt die Hosenschlange hinten in meinen Hintern rein. Warte mal eben. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, wie die bei dem Spiel, wenn die bezahlen, den rechten Arm strecken? Einmal für den großen Bereich. Und das kann man jetzt auch missverstehen, ne? Wie so ein großes Reich und so. Oh, Gundel. Ah! Kriegt ihr es hin? Mann! Noch keine Meter gefahren und schon fliegen die LKW. Oh, da fliegt ein Truck vorbei. Den hat's schlimmer erwischt als mich. Jetzt sagt mal, Leute, warum macht ihr sowas? Ja, fragt das Gundel, der hat hier voll auf die Bremse getreten. Ja, ich glaube, meine Bremseinstellung ist ein bisschen komisch. Ich stehe immer direkt. Ach ja! Wenn jetzt Fränkel und Heini kurz machen, passt das eigentlich, weil dann sind das 4-4. Was heißt kurz? Kurz halt. Wenn wir Scheiße bauen auf gut Deutsch. Ja. Ich meine, halt. Mit Vorteil kann man eigentlich nicht so viel Scheiße bauen, sagen wir mal so. Ja, da kennst du uns schlecht. So, ich kann mich erinnern, ich bin mich auch, ey. Mir tut nicht nur der Hals weh, sondern auch mein Gehirn hier, ey. Ich hab mich ja auch schon mal übel verfahren. Oh. Da kommt was von hinten. Ja, da kommt auch Kermit wieder. Schon wieder? Das ist wie in der Knastdusche, ey. Da kommen sie von hinten angeschossen, ja. Okay, da hat's einer besonders eilig. Ich glaube, da lasse ich jetzt einfach mal zu. Na komm, lassen wir sie raus, die Blödmänner. Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Fränkel Frotzelt Fanshop und dort gibt es auch Fränkel Frotzelt Shirts. Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Fränkel schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Fränkel Frotzelt Fanshop gibt es auch Fränkel Frotzelt Kissen.
Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Fränkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Tassen. Kaufen Sie noch heute im Fränkel-Frotzelt-Fanshop und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster. Der Fränkel-Frotzelt-Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig. Der Fränkel-Frotzelt-Fanshop. Einfach genial.